Ich bin neulich in eine Papierfabrik gegangen und dort kam der Chef auf mich zu und sagte, Sie kommen an dem Tag, wo zum ersten Mal die Personalkosten geringer sind als die Energiekosten. Das ist sozusagen der Abgrund, vor dem wir stehen, den Sie eben auch angesprochen haben. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und jetzt kann man der Meinung sein, und das würde ich unterstützen, dass das eine Form auch von kreativer Zerstörung sein kann. Der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise können ein Booster sein für Innovationen. Und darauf setze ich eigentlich. Dieser Booster, der muss zwei verschiedene Wege gehen. Das eine ist, er muss innovative Wege aufzeigen, um Energie zu sparen. Und da sind die Firmen dran. Sie haben eben BASF erwähnt. BASF zum Beispiel sitzt an einer gigantischen Wärmepumpe. Das wird die größte der Welt, die bauen, zusammen mit MAN. Und die versuchen dann, die Prozesswärme dort selbst zu erzeugen.